Bekomme ich Krankengeld bei Bezug einer vollen EM-Rente gezahlt, wenn ich neben der EM-Rente noch arbeite? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, ich habe eine E-Mail bekommen vom 30. Januar 2024. Da steht sinngemäß Folgendes als Frage. Guten Tag. Beziehe eine volle EM-Rente, gehe noch 14 Stunden in der Woche arbeiten, wird im Falle einer Arbeitsunfähigkeit trotzdem Krankengeld gezahlt. Meine Damen und Herren, da steckt doch ein gewisser Anachronismus drin. Ne? Ich habe eine volle EM-Rente. Eine volle EM-Rente bekomme ich doch meistens schon, weil ich aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht mehr arbeiten kann, gehe dann noch ein paar Stunden in der Woche arbeiten, vielleicht hier auf Minijob-Basis, und möchte dann noch Krankengeld bekommen. Ich sehe das nicht so, Sie bekommen kein Krankengeld. Ich kann es mir relativ einfach machen. Ich zeige Ihnen das mal, warum das nicht der Fall sein wird. Und zwar sagt der Paragraph 50 SGB 5, Sozialgesetzbuch Nummer 5, gesetzliches Krankengeld für Versicherte, die eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, endet ein Anspruch auf Krankengeld vom Beginn dieser Leistung an. Und dann habe ich im Hinblick auf die Fragestellung auch schon so ein bisschen meine Bauchschmerzen, meine Damen und Herren, denn unser Versicherter wird wohl wahrscheinlich oder unser Anfragender wird wohl wahrscheinlich nur einen Minijob haben. Und wenn er einen Minijob hat, dann ist er aufgrund des Minijobs nicht krankengeldversichert und auch nicht so krankenversichert, dass er hier einen Krankengeldanspruch hätte. Er hätte per se nur einen Krankengeldanspruch, wenn er eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausübt, die über der Geringfügigkeitsgrenze liegt. Aber wir können uns das alles knicken. Paragraph 50 SGB 5 gesetzliche Krankenversicherung sagt uns klipp und klar, ich spiele es hier nochmal ein, sagt uns klipp und klar, für Versicherte, die Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, hier unten steht es, beziehen, endet ein Krankengeld vom Beginn dieser Leistung an. Also, meine Damen und Herren, damit ist diese Frage ganz klar geregelt. Auch wenn Sie ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben sollten und Krankenversicherungsbeiträge einzahlen, haben Sie schlicht und ergreifend Pech gehabt. Sie bekommen kein Krankengeld. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.